Willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Escape from Noobkopf. Und zwar heute mit dem guten Steve. Und Denzel ist noch mit am Start. Und ich bin auch mal wieder dabei. Und heute, no joke, holen wir den Kappa-Container. Bleibt dran. So. Ja. Und zwar, was bedeutet das? Natürlich hole ich nicht den Kappa-Container, so wie es ursprünglich angedacht war, weil ich nach wie vor noch nicht escaped bin from der Noob-Hoffigkeit. Sondern wir haben den guten Steve, der echt super viel Tarkov in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten seit dem Wipe gezockt hat. Und jetzt an dem Punkt ist, wo du die Questline hast, wo man den Kappa-Container bekommt. Ist es richtig? Nee, die Quest noch davor. Also man kann ja ganz viele Quests abschließen. Irgendwann kommt ja der Fans auf dich zu und sagt, hey, ich habe jetzt auch eine Quest für dich. Und wenn du mir die ganzen Sachen gibst, dann kriegst du den Kappa-Container. Aber um das noch zu erreichen, müssen wir jetzt noch eine Quest abschließen. Und das ist The Guide. Mhm. Einmal auf jeder Map überleben am Stück. Ja, das klingt hart, aber ihr beide seid ja zumindest sehr erfahren. Wir haben uns schon eben darauf geeinigt. Ich bin so dabei, das dritte Rad am Wagen, aber ich bin auch nicht so wichtig. Genau. Ich diene eventuell mal als Kanonenfutter, aber falls ich mit meiner Low-Level-Ausdauer nicht hinterherkomme, dann ist das so. Dann gilt im Zweifel, dass Steve auf jeden Fall rauskommt, weil wir müssen ja, wie war das, 300 Punkte muss man auf der Map bekommen und dann es rausschaffen und dann auf die nächste. Genau. Wenn man auf irgendeiner Map nicht rauskommt, muss man das Ganze wieder von vorne beginnen. Richtig. Ja, ihr merkt schon, das ist harter Tobak. Und, ja, nicht nur das. Also das ist halt das Finale einer sehr, sehr langen Questreihe, die Steve jetzt, Weihnachten war Wipe, also seit Weihnachten sitzt er da dran und Steve hat sehr viel gespielt. Er hat mehr gespielt als ich. Er hat auch mehr gespielt als Totally Aggro. Und er ist wirklich sehr viel gespielt, kann man damit, glaube ich, sehen. Und ist jetzt erst bei dieser finalen Quest. Also was ist eine ziemlich krasse Nummer. Und wie du gerade sagtest, man muss es am Stück schaffen und das ist die Schwierigkeit. Mhm. Aber wir haben schon einen kleinen Plan gemacht. Und ich würde sagen, wir steigen aber gleich schnell ein. Der Plan ist folgendes. Wir starten mit Factory, weil die am schnellsten abgehakt ist und am chaotischsten ist. Und danach gehen wir nach Labs. Weil das Schwerste sollte man am Anfang machen. Das klingt für mich total sinnvoll. Ja, wir sind in dieser Sendung schon mal in Labs gewesen. Ich und Chris, besser gesagt. Und das ging voll nach hinten los. das war mein einziges Mal, wo ich in Labs war. Also, an die Zuschauer, bitte drückt uns die Daumen. Wir wissen nicht mal, wie wir aus Labs rauskommen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mit Factory und quatschen während diesen super langen Ladescreens. Yes, yes. Ja, DJ Code drüber im Chat hat's verstanden, weil es der Endboss. Also natürlich wird's dadurch, dass ich dabei bin, jetzt einfach viel, viel schwerer, als es eh schon ist. Ja, die Gefahr ist so, dass du uns abschießt. Ja, genau, also, wir haben noch einen Gegner mehr. Ja, exakt. Wunderbar. Also ich bin schon ausgerüstet und ich würde sagen, wir treffen uns direkt mal schön ab in der Lobby und dann sind wir schon auf dem Weg nach Factory und die dauert in der Regel auch nur 5 Minuten. Genau. Deswegen am Anfang, weil wenn man die nicht schafft, hat man die schnell, weißt du, nochmal neu erledigt. Ich glaube, das leuchtet ein. Wunderbar. Ich bin bereit. Wer lädt ein? Aber vielleicht auch noch ein Chat. Was ist denn die beste Rüstung jetzt eigentlich dafür? Also ich habe jetzt die Killer-Rüstung, die ist zwar okay, ist jetzt keine Level 6, aber sonst die Slick und die Hexgrid. Genau, einladen. Dennis macht's. Das sind ja 2 Level 6er, aber letztens auf Labs, da wurde ich gewontappt mit M561 Muni in Slick. Und die war voll. Und dann war ich ein bisschen baff, so, bringt die doch nicht so viel oder was lief da falsch? Oder Cheater, fragt man sich ja dann auch immer, aber ich weiß nicht, ob die das beeinflussen können. Keine Ahnung, kann sein, vielleicht auch nicht. Oh Gott. Übrigens fragen sehr viele Leute im Chat, was mit Chris ist. Und wir machen uns auch Sorgen. Der war auch eingeplant. Mhm. Ja, auch eine schöne ein bisschen Hilfe aufgeregt. Gewesen. Ja, wegen Labs, aber. Ja, ich bin auch besonders sehr wegen Labs. Ja, ja, ich bin guter Dinge. Auf Labs besonders. Also ich finde jetzt die Labs dann aufregend und Reserve. Wenn man da im Bunker spawnt und dann links und rechts da einer kommen kann und dann ist die Runde nach 5 Sekunden vorbei. Mhm.
Der Rest ist relativ einfach, würde ich ja sagen. Dadurch das stimmt. Ich denke, Reserve sollten wir da vielleicht dann als dritte Map machen, richtig, auch wenn es vielleicht ein bisschen überheblich ist, jetzt schon so weit zu planen. Lass uns, das ist vielleicht nicht gut, fürs Karma oder was dann auch immer. Lass mal Factory und dann gucken wir mal. Dann sehen wir weiter. Vielleicht bleibt es heute auch bei Factory. Nein, wir packen das. Ich bin heute mal zumindest für die gute Moral hier zuständig. Ja, wunderbar. Wunderbar. Wir haben auch nicht wirklich viele Versuche, muss man zugeben, in dem Zeitlimit, was wir uns gesetzt haben, bis, ich weiß gar nicht, bis Mitternacht heute oder so, ne? Oder halb Mitternacht. Aber los geht's. Okay. Schön, dass ich vorlauf. Ich sicher links ab. Da muss man mal sagen, das Equipment, was ich hier gerade habe, ist auch für mich sehr ungewohnt. Ah, Metall. Also so ein kleiner Bildschirm. Ups. Scav draußen. Oh, nein, Scav. Ich gehe unten lang. Scav down. Okay, wir kommen dir hinterher, unten lang. Ich würde am liebsten auch einfach nur Scavs suchen und fertig. Dass ich die nächsten Scavs bekomme. Wenn ihr welchen seht, dann lasst sie mir ruhig da. Mhm. Sonst wollt ihr mal eben Büro sichern? Lass mal Büro sichern, okay. Mhm. Falls Valle, da Spieler sind. Ich lauf. Wen hat er angeschrien bei euch, ne? Hab ihn. Ah, sehr gut. So, wir müssen hier nach oben, Valle, falls du in der Nähe noch bist. Ja, jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, wunderbar. Okay, ich muss kurz nachladen und oben ist jetzt ein bisschen gefährlich. Ich sehe auch immer noch keinen Spieler. Was sonst denn? Was? Wie kriegt die ganzen. Ich spiele gleich ein paar Looten. Ich höre Steps links. Ich muss einmal ganz kurz die Lautstärke von euch erhöhen. So. Ich bin gleich wieder da. So, 4 Punkte habe ich schon mal. Ja, ich komme mal zu euch. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Action. Ich komme jetzt. Okay, ich gehe ganz hoch. Okay, ich gehe jetzt auch ganz hoch. Bin ganz oben. Ich komme von der anderen Seite. Okay, das bin ich. Du brauchst deine Punkte. Loote hier den Shit raus. Ich guck mal, ob frei ist, ja? Lass mich zuerst. Ui. Okay. Ist hier keiner da? Okay, hier, du brauchst eigentlich nur diese zwei Registerdinger. Natürlich auch erst den. Natürlich. Aber die Register sind perfekt. Ich bin das. Okay, Valle, ja. Ich sichere die Treppe hier auf der Seite, ja? Wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll, callt das bitte immer gern. Vielleicht kannst du genau auf der gegenüberliegenden Seite die Treppe. Okay. Nehmen und sagen, falls sich da was bewegt. Wie viel muss man denn lieben, wenn man 300 Punkte hat? Gut, einfach alle und fertig. Du, das läuft sehr gut. Ich glaube, es sollte kein Problem sein, für dich jetzt auch gleich noch ein, zwei Scavs abzuknallen und dann bist du durch. Welchen Ausgang wollen wir nehmen? Du bist der Boss. Dein Ausgangs-Game hier. Und nochmal hier die Jacke. Ach, sind wir den Standard-Fleister? Da jemand drin? Ein Spieler, der da campt? Ein Camper meinst du? Mhm. Ja, da kann ja Valle dann vorgehen und den abknallen. Ja, so nämlich.
Also ihr seid jetzt wieder nach unten gegangen. Wir sind unten jetzt, genau. Ich bin nach oben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin unten jetzt vor dem Ausgang. Ich bin Steve gefolgt. Ah, okay. Dann komme ich jetzt auch. Nichts. Gar nichts. Pass auf, da ist einer an der Tür rechts. Wo Tür? Das bin ich. Ah nee, das bist du. Okay, alles klar. Okay, ich war mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich auch erst nicht geschossen. Ja. Ich guck mal ein bisschen rum. Ihr könnt ja mal im Ausgang warten, ob ich noch einen Scav finde. Okay, alles klar. Wir sind hier in den Ausgang. Hier ist der, oder was? Du hast mir Schreck eingeladen. Ja, hier ist der Ausgang, genau. Das ist mir mega schräg. Ich dachte, ihr wärt schon beim Ausgang. Ja, warum ist hier denn keiner? Oh, auf mich wird, glaube ich, geschossen. Oh ja, muss sicher sein, ne? Ja. Ich weiß aber nicht genau, wo der ist. Das hört sich seltsam an. Das ist von sehr weit weg, deswegen trifft er auch nicht. Wahrscheinlich, ja. Ist da vielleicht oben Brücke? Walle, wo bist du? Ich stehe immer noch an der fast selben Position. Ah, okay, wunderbar. Alles oder klar. Oben habe ich was gesehen. Das bin ich. Ah, okay. Und wo hat er denn geschossen? Weiß keiner von euch? Ich glaube, auf gegenüber der Seite bei dem Ausgang. Okay. Bei dem anderen Ausgang, weißt du? Mhm. Da kam der Sound so ein bisschen her. Aber es wundert mich auch, wieso der und von wo der und warum der nicht getroffen hat. Es war wahrscheinlich, wusste er selber nicht so, was er tut. Mhm. Wo war ich? Oben? Das war im Büro. Ich weiß aber nicht was. Steve, regelst du das, damit du mal deine Punkte kriegst und wir hier schnell raus können? Das dauert zu lange. Mhm. Für Factory. Wir warten hier unten. Ich glaube, der ist jetzt. Oh Gott, oh Gott, hier waren nur zwei. Das sind zwei? Ja, hast du die waren hier auf dem Klo. Okay, ich hab die ganze Zeit Angst um dich. Jetzt komm schnell hierher, du. Okay, bist du oben? Ich komm hoch. Ich bin im Klo. Ich komm nach. In diesem Kack-Eck-Ding hier. Herrlich. Kack. Du bist... Ich hab... Du hast keine Ahnung, in der Mitte. Ich komm jetzt auch da oben. Da kann man noch sich verstecken hier. Ich bin da. Ach so, in der Mitte, im Badezimmer. Ich glaube, hier ist noch ein Skelett gehustet. Ey, lass uns lieber zum Ausgang. Wir knallen uns noch ab. Das ist hier für Factory, ja, wo keiner Ausgang. Ist. Ich komm gleich raus. Das ist viel zu... Ich komm gleich. Da waren echt zwei. Ist ja schlimm. Ich hör mich trotzdem noch ein bisschen hoch. Okay, sehr gut. Wir haben es geschafft. Ja, wo ist der Typ? Steve! Was denn? Komm her! Nee, warte, ich heil mich noch ein bisschen. Ich will noch jetzt looten. Ja, schön safe. Jetzt willst du noch looten, Alter. Achso, die Typen. Ja, okay, klar. Level 5, ach Gott. Diese Level 5er immer. Was? Oh, das ist ein Scav. Hm. Erster Stock. Hol ich mir. Geh mal raus. Geh mal alle raus. Ich mach das hier. Okay. Ich glaube, das war Steve auch gerade wieder. Das ist wieder zu chaotisch. Der ist da oben, ne? Ja, deswegen habe ich auch nicht geschossen. Ist da oben? Wo ist der denn, Junge? Das bist du oben, Steve, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wo das Gap ist. Der hier rumballert. Egal. Im Container. Oh, hier um die Ecke. Tschüss. Okay, da kommt noch einer. Da, wo der andere herkam. Ich will den nur ganz kurz looten, damit ich irgendwie auch ein paar Punkte kriege und hier keinen Run-Through. Bist du schon draußen, ich Steve? Bin draußen, ja. Okay, dann komm hinterher. Ah. Sehr gut, du bist da beschossen. Komm.
Walli, Walli. Ja, ich bin am Start. Der kannte deinen Namen, hast du es gehört? Nee, leider nicht. Wie geil. Ach Gott. Ja, Walle hatte eine Tots gerade, glaube ich. Der Chat fragt. Ja, also gut, nee. Sehr gute Wahl. Ich habe überhaupt nichts Gutes. Hey, guck mal, sogar ich habe 900 Punkte. Wie kann das denn sein? Hier steht auch der Timer für Run-Throughs unter 7 Minuten. Also wenn du unter 7 Minuten rausgehst, dann ist auch nicht Glückwunsch. Sonst sammelst du auch über die Zeit. Mhm. Ja, das war ja mal was. Aber schon mal eine Map geschafft. Freut euch. Ja. Fast tot. Ganz ehrlich, das ist der erste Fakt des Tages. Ja. Und jetzt gehen wir wirklich zu Labs, oder was? Was sollen wir sonst machen? Ganz am Ende? Und dann da rumstehen und keine vielleicht Ahnung. Vielleicht kommt ja Chris noch, weißt du? Vielleicht machen wir erst Reserve. Weißt du? Vielleicht kommt ja Chris doch noch. Ich hatte übrigens eine Hunter. Echt? Das sah aus wie eine... Ja, ich hatte die auch anders in Erinnerung irgendwie. Ja, okay, lass nur eine Runde Reserve erstmal einlegen und dann... Wartet, ich muss mir, glaube ich, noch Muni kaufen. Ach, ich habe ein Häkchen. Survive at Factory, Status sowohl. Schön. Hier die M80. Vielleicht auch ein bisschen mehr Munition, ein bisschen mehr. Also 15 Schuss ist schon recht wenig. Das stimmt, ja. Damit es schneller geht, kannst du mir hier vielleicht ein bisschen helfen, wo ich die M80 am ehesten finde. Oder was da noch rein kann. LPZ oben. Du hast wahrscheinlich die da drunter. Genau. Ah, okay. Die hier, ne? Müsste es. LPS steht aber. Nee. In die Hunter? Nee, was hast du rein? Ach, M61, nee, M62, M80 oder sowas. Aber das hat er alles noch gar nicht. Wie, also ich kann ja, die quasi... Doch, weil ich bringe ich dir mit. M80 bringe ich dir mit, kein Problem. Okay. Hast du ein, zwei Magazine? Ich habe 3 Magazine. Passen jeweils nur 5 klar. Schuss rein. Und ich sehe auch gerade nicht, dass ich eins kaufen kann. Egal, let's go. Okay, M80 bringe ich dir mit. Wunderbar, dank dir. Und wir sagten jetzt tatsächlich, wir machen jetzt doch erstmal Reserve. Ja? Ja, können wir machen. Das hat ja schon Sinn gemacht, aber irgendwie haben wir, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Kann das sein? Ich aber auch, ja. Okay, wir haben ein bisschen Angst vor Labs. Trauen uns noch nicht. Ja, ich nehme mal schnell was zu essen mit. Oh Mann. Oh, ganz schön teuer geworden. Ja, Reserve, stimmt. Dann mache ich was anderes noch. Dann packe ich mal ein Paracord ein. Ach scheiße, dann müssen wir ja Paracord. Ach nee, dann. Oh. Ja, Walle kann ja. Einer muss ja Walle rausbringen. Hm, was redet ihr? Achso, ich nehme einen anderen Ausgang. Ja, ist ja okay. Wo du nicht rauskommst. Ja, dann komme ich halt nicht raus. Wir haben ja gesagt, das ist hier nicht von Wichtigkeit, ja. Ich kann ja auch mal ein Set für dich fertig machen. Mit Munition. Das ist ja eine geile Rucksack-Schachtelung, die hört ja gar nicht mehr auf bei dir. Ach egal. So. Wir gehen schon mal in die Lobby für Reserve. Mhm. Alright. 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens, möchtest du. Denzel lädt wieder ein. Mhm. Okay. Heute Mittag waren ja auch schon wieder Probleme mit den Servern von Tarkov. Mhm. Das
einigermaßen häufig, ne? Letzter Zeit auf das. Ja, die haben auch gerade irgendwie dieses monetarisiert, neues Equipment an zwei Tagen mal abends das nicht gemacht. Keine Ahnung. Das hätte so viel helfen. Ja, drück durch. Okay. Zweite Map. Also. 7. Aber tatsächlich denn die nächstschwerste, wenn wir Labs auslassen. Genau. Alle anderen sind tatsächlich. Ja, würde ich sagen. Interchange auch. Interchange, ja. Immer außen rumlaufen. Ja, da muss man ja nicht rein. Genau. Klar, ein bisschen aufpassen. Ja, es wird am Ende vielleicht herzzerreißend auf Reserve gleich, weil Walle zurückgelassen werden muss, weil er kein Paracord hat, weil diesen speziellen Ausgang, weil er den kannst du noch nicht benutzen. Das passt. Sonst bringen wir mal Equipment mit einfach. Dann, ja, dann stehst du da wie so ein Hund an einer Autobahn. Ja, aber kannst du nicht einfach zu einem anderen noch rennen, theoretisch? Ja, kannst du schon. Stimmt, ja. Kennst du? Einmal quer über die Autobahn. Ich kenn zwei, ja. Okay. Ach. Ja, aber das war lustig. Es waren eben gerade so zwei Halbhatchlinge, die mich fast totgeschossen haben. Den ersten habe ich abgeknallt und dann habe ich gerade noch gehört, wie hinter mir einer nachlädt. Und genau neben mir noch einer stand. Ach krass. Habe ich nicht mitbekommen, habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich haben es andere gesehen, aber... Aber deine dicke Rüstung hat dich dann vor dem Tod bewahrt, oder was? Ja. Okay. Da ist wenig durchgekommen. Also hast du wie viel abgeknallt? Zwei oder drei? Zwei. Level 5 und Level 6. Seht ihr, und deswegen ist Steve schon beim Cover-Container. Weil der geht da rein und macht die einfach platt. Auch wenn sie Level 5 und 6 sind, die Smurfs. Jetzt habe ich auch gar nicht mal raufgeguckt, was die Leute gesagt haben wegen Rüstung. Ja, das habe ich auch verpasst, weil dann die Runde losging. Wundert euch übrigens nicht, wenn wir während der Runden recht wenig kommentieren, weil das natürlich jetzt hier High-Concentration-Rounds sind. Aber für euch zwei, so mehr ihr callt, was ich machen soll, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich euch töte. Ja. Du kannst auch einfach dich in die Ecke stellen. Das ist einfach nur dafür, dass ein PMC weniger ist, ein Gegner. Ah, verstehe, ja. Ich stelle mich nur in die Ecke. Aber auch mit Gesicht in die Ecke, dass ich nichts sehe. Aber das war's dran. Gerade eben bei Factory hatte das einen riesen... Ne? Es waren nur zwei Typen, die Steve abknallen musste. Was ist denn da das Limit bei Factory? 5. Okay, ja, dann macht das ja echt was aus, stimmt. Ey, dann hätten wir doch einfach mit einer Fünfergruppe reinstarten können. Ja. Tatsächlich schon, ja. Das ist haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, oder? Ach nee, das haben wir hier bei Tarkov mit den Chat-Dudes gemacht, ja. Ist ja witzig, das ist ja dann nur Chat. Gegen, also nur PvE-Runde dann. Ja, man könnte noch überlegen, jetzt einfach noch Chats zu fragen, die sich fett ausrüsten und mit uns spielen wollen. Ja. Damit wir immer schon ein Fünfer-Trupp sind. Zwar spawnen dann auch ein Fünfer-Trupp gegenüber, aber. Ach so, okay, ja. Die haben bestimmt was anderes vor, als außen rumzulaufen und. Hoffentlich, ja. Aber das liegt jetzt nicht an mir, das zu entscheiden. Wir brauchen zwei Typen aus dem Chat. Die müssen dann das. Sie aussehen wie so zwei Power Ranger. Auch von der Optik her. Und die laufen dann immer vor mit Flickflack und Überschlag. Ja, die machen. Knallen alles ab. Schüsse auf sich, ja. Das geht übrigens los, Leute. Concentration Mode on. Yes. Okay, wo sind wir? Wir sind hier. Alles klar. Ist noch so dunkel. Ich gehe rechts rum, Richtung Tank. Hast du mir jetzt Muni mitgebracht, Denzel? Ich habe dir Muni mitgebracht. Pass auf, ich gebe dir das gleich. Ja, machen wir woanders. Vielleicht hätten wir Hams reingehen sollen. Hier. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe gar nichts. Pass auf, hoffentlich siehst du die und die fällt nicht. Weißt du was? Ich leg sie, ich mach das so. Guck in den Rucksack. Ja. Da liegt sie da drin. Search gerade. Okay, danke. Habe ich. Okay, und jetzt geben wir Steve Rückendeckung. Wenn er uns sagt, wo er ist. Ich bin in Richtung Turm. Kartenecke. Alles klar, ich sehe nicht. Genau, sehe ich schon in die richtige Richtung. Ich bin da vorne gleich, Walle. Ja, ich sehe dich. Die Frage, ob die Leute hier rausgelaufen sind oder ob die noch hier drinnen sind irgendwo. Wir hätten abends reingehen sollen, die noch nicht mal im Turm. Also der Plan ist, von hier direkt zum Exit zu gehen, oben bei King,
und dabei ein paar Punkte für dich zu sammeln, ja? Mhm. Und alles klar. Wenn wir mit alle auf dem gleichen Stand sind. Weil für dich, wir gehen da oben, siehst du diese Radarkuppel oder was das sein mag. Da müssen wir hin. Okay. Check dir nach links, ob da noch einer sein könnte, ob da jemand spawnt. Natürlich selber gucken gehen, aber... Ich will einfach in die Garage reinpushen. Von hinten, ne? Ja, von hinten. Durch den Durchbruch gehe ich. Okay. Oh, da drinnen geht's ab. Ah, aus der Garage, aus der Garage. Aus der Garage, aus Bein verloren. Und da Durchbruch. Mhm. Ich glaube, beim Durch. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe es nur aus der Richtung gehört. Garage. Okay, ich bin jetzt gerade umzingelt. Fuck, ich glaube, ich muss mich schnell heilen schon. Kann ich gut gar nicht. Du bist tot, ne? Nee, ich bin nicht tot. Ich lieg hier und hab deinen Rücken quasi. Wenn sie von hinten kommen, dann... Okay. Ich glaube, er pusht hier an der Seite. Einen habe ich. Nice. Der andere ist, glaube ich, dann noch links. Der läuft hier gerade in der Garage rum. Ja. Jumpt hier rum, versucht durch die Fenster zu gucken. Oh, shit. Dann krabbel ich schnell mal hinter den Busch. Also ich glaube, der ist immer noch da drin in diesem... Wie nennt sich das? Keine Ahnung. Da, wo abgeschlossen ist, ja? Mhm. Okay, das Ding ist, ich habe ein Bein verloren, deswegen kann ich jetzt nicht unmittelbar... Pass auf, ich fixe es einfach. Ich fixe einfach, ja. Dir geht's gut, Walle? Ja, ich heil mich gerade. Ich wurde voll in den Thorax geballert. Ui. Also normalerweise würde ich jetzt reingehen, aber... Ja, ja. Will ich jetzt nicht. Alles klar, ich würde sagen, ich trinke eine Cola. Ich habe gar keine Salbe dabei oder sonst irgendwas. Okay. So, wo seid ihr jetzt? Ich bin in dem Häuschen. Ich lieg hier auf dem Boden, weil er direkt vor dir. Ah, okay, da liegst du. 10 Meter vor dir. Okay, wir müssen einen richtig guten Plan. Der Typ ist da noch drin. Ich würde sagen, wir... Entweder pushen wir den oder wir gehen einen Springer rein, aber... Wir locken ihn mal raus, indem ich... Mit dem hier. Der hockt da einfach drin, ne? Der hockt da einfach drin, ne? Was mache ich denn gegen eine Fresh Wound? Gar nichts. Brauchst du nichts. Okay. Da darfst du nur nicht verletzt werden in den nächsten paar Sekunden, sonst blutest du da wieder. Okay. Also Steve, ich würde sagen, ich gehe mal hinten oder vorne rein. Okay. Und sag dir mal, wo der ist, ja? Dann gehe ich zum Durchbruch. Ich weiß nicht, ob er schon wieder weg ist, aber ich gehe mal Richtung Durchbruch. Du gehst zum Durchbruch, okay? Ich schmeiß noch eine Nate rein. Okay, ich schmeiß noch eine Nate. Okay. Bin drin. Okay. In der Mitte, ja, ja. Okay, ich sehe ihn nicht an der Tür. Er ist an der Tür, er ist noch drin. Er hat mir den Arm genommen. Nate geht rein. Ich glaube, ein Shot, oder? Nächste Nate kommt. Achtung. Ach, da oben drauf. Ich bin tot. Fuck, ich bin tot. Okay. Alles cool. Soll ich mit reingehen? Das war mega dumm. Ich bin drinnen, er ist tot. Dennis ist auch tot, also du kannst gerne reinkommen und mit drinnen decken. Links ist ein Durchbruch, da rechts gleich.
Mhm. Und dann rechts rum und hier ist deine Tür, wo man noch reinkommt und da kannst du nochmal rumdecken. Gut. Ich bin drin. Genau, da ist die Tür. Kannst du erhalten oder den Typen looten. Oder Dennis looten, der hat auch das Zeug. Der müsste da irgendwo noch liegen. Mhm. Super. Weil ich lieg quasi in der Mitte. Mhm. Von der Garage da. Du hattest eine M4A1 und eine AK? Ja, genau. Okay. Wenn du mir die M4A1 wiederbringen könntest oder so, ja. Weil du wirst keinen Platz haben. Ne? Ich kann ja die Hunter wegschmeißen, die AK und die M4A1 mitnehmen. Oh, die Hunter ist aber gut. Ja, ich mag die auch, da mach ich das nicht. Aber ich bring dir die M4A1 auf jeden Fall mit. Das wäre cool, ja. Das ist auch schön, dass einer schreibt, da gab es halt keinen Busch, wo Dennis sich hätte verstecken können. Ja. Abgeknallt. Ja, in der Garage gibt es keinen Busch. Deswegen. So. Baudreif, aber immer noch 5. Bleibt das so. Das ist ein Hunter. Ja, der schießt mit einer Pump. Hat sich sagen gehört wie eine Pump, ne? Mhm. So, ich hab jetzt genug. So, wie sieht's bei dir aus, Walle? Ich hab meinen Rucksack hier hingeworfen, finde ich nicht mehr. Okay. Ist hier draußen oder? Ich weiß es nicht. Die Kopfhörer macht mich verrückt. Weil hast du dir meine Rüstung geschnappt? Nee, mache ich. Tausch sie gegen das Rig und die Rüstung. Zieh alles, was du hast in deinem Rig, von deinem Rig in sein Rig. Ja. Genau, alles, was du hast in sein Rig. Ja, konzentrier dich mal. Alles gut, ja, alles rüber und dann schmeißt dein Zeug weg. Das kann ich ja schneller machen. Mehr kann ich auch nicht. Okay. Draußen steppt's. Oh shit. Keine Ahnung von wo. Ich glaube da außen. Schießt der Sniper da rum? Hoffentlich ist da oben keiner. Doch, das hört sich so an. Alles cool. Dann gehen wir jetzt mal rechts. Ich muss schon mal die Leiche anfassen von Dennis Kill. Das könnte oben an einem Turm sein. Mit Schüssen, ja. Okay, dann folge ich dir, ne? Okay, ups. Jetzt gehen wir raus. Okay, komm raus. Kommst du raus? Vorne? Mhm. Okay. Genau, jetzt siehst du mich hier laufen. Wir gehen jetzt hier lang. Und jetzt kannst du gleich das, was? Rick wegschmeißen? Nee, den Rucksack wegschmeißen und dann kannst du hier unten raus, weißt du? Mhm. Weißt du den Ausgang hinter dir? Bei dem? Nee. Wenn du genau hinter dir guckst, das ist ein Truck. Zeig ihm das gleich, wenn du draußen bist. Ja, genau, mach du erstmal. Okay. Prio bist du. Hey, ich bin raus. Ich auch. Nice. Sehr gut. Reserve geschafft. Hammer. Okay, können wir Labs nochmal verschieben oder müssen wir da jetzt rein? Entschuldigung. Weil es ist halt, also, es ist einfach nur logisch, Labs als erstes zu machen. Eigentlich.
Ja. Was bringt es uns? Die ganze. Ja. Yay! Ach ja, ja, er soll rankommen dann. Ja, stimmt. Ja. Hi, hört ihr mich? Ja, moin. Ja, moin. Ja, geil. Hallo, Dr. Labs-Experte. Ja, Labs-Experte auf jeden Fall nicht. Einmal war ich da und eine Lebensspanne von einer Minute. Oh nein! Und nein, wir brauchen Labs-Experten. Das bringt uns nichts. Scheiße. Für deine Maps okay, aber wir brauchen Leute, die Labs können. Ja, trotzdem, einer mehr ist gut. Aber dann schieben wir Labs noch weiter. Ich weiß nicht, wir müssen Labs hinter uns bringen. Wir müssen es hinter uns. Es macht keinen Sinn, das jetzt alles zu schaffen und dann Labs zu failen. Und der Labs ist einfach das Krasseste. Ja, sonst machen wir einfach menschlicher Schutzschild für Steve und fertig. Genau, wir machen jetzt Mission Labs. Jeder packt jetzt eine fucking Keycard in seinen. Was weiß ich. Da muss ich noch fix eine kaufen. Denzel, macht das Sinn, dir die Waffe jetzt zurückzubringen? Wahrscheinlich nicht, ne? In einer anderen Runde ist besser. Doch, okay. Bitte mitbringen. Mach ich. Hast du eine bestimmte gekauft? Ich schmeiße gleich einen Helm ohne Rüstung hin. Das mir? Mhm. Wieso, weil meins so scheiße ist? Ja. Okay. Hä, aber ich hab da jetzt Denzel-Stuff. Ach so, ja, gut. Wenn das kannst du natürlich nutzen, ja. Muss mir jetzt allerdings einen neuen Rucksack kaufen. Und da gibt's, glaube ich, bei mir nur diesen Scheiß-Rucksack, aber egal. Den kann ich mir. Achso. Ah. Konnte man sich nicht einen Rucksack kaufen? Wer hat den denn? Rackman, ah ja. Okay, also. Wir müssen es schaffen. Yes. Balle war noch nie auf Labs. Völlig richtig, ja. Das wird aufregend. Ich war auch nur einmal auf Labs. Also zwei Leute, die einmal auf Labs waren. Du, Steve, du warst schon wie oft auf Labs? Auch noch nicht allzu oft. Dreimal bis jetzt. Dreimal, okay. Und wurde immer gejagt, abgeknallt, gebondtappt. Und sonst habe ich mal zwei Offline-Raids noch gemacht, um mal die Ausgänge anzuschauen. Um ein bisschen gegen Raider zu kämpfen. Genau. Also drei, zur Erinnerung, vier Ausgänge kenne ich. An den Chat nochmal zu erinnern, wir müssen alle Maps schaffen hintereinander und Steve darf nicht einmal sterben. Ich versuche gerade Platz für den Rucksack. Wie viel hat er? 3, 5. Jetzt müsste es passen. Muss mich nur noch fix equippen, dann kannst du das gehen. Wunderbar. Okay, mal Moment, ich hatte doch... Ach nein, ich habe den Rucksack ja weggeworfen. Das heißt, ich habe Denzels Helm nicht mehr. Und die ist natürlich zerschossen, weil... Genau, Rechtsklick, Repair. Genau. Boah, es ist teuer. Mm. Okay, ach so, die ist ja... Ja, gut, das passt ja dann. Gut, aber was willst du mir mitbringen? Helm? Achso, nee, jetzt kannst du einfach den Kram nutzen. Okay. Das Ding ist, du willst jetzt die M4 weiterspielen, ne? Nee, die gebe ich dann direkt in der Runde zurück. Das heißt, ich habe... M4 ist für mich, ja. Nach wie vor nur die Hunter dabei dann. Okay. Außer ich packe mir hier jetzt noch eine rein, aber ich habe... Also oben hast du jetzt auch noch Zeug drin, du kannst ja rauspacken. Was meinst du? Rick. Mit zwei? Du kannst ja rauspacken, das Zeug. Brauchst ja nicht. Das hier? Ja. Achso, ja. Ja, wobei, welches Uni, ist denn das für die M4? Das große Magazin. Das hier, ne? Genau. Okay, dann packe ich das auf jeden Fall raus. Achso, nee, warte mal, das ist... Ah, nee, das passt. Die Knarre kannst du selber spielen, falls du deine 15 Schuss schnell verballert hast. Ja, du meinst die Pistole. Hm? Das ist dann die Muni? Nee. Da war, glaube ich, keine Muni dabei. Nee, pack mal zur Seite. Ja, dann habe ich 20 Schuss. Ja, aber du hast jetzt auch nur 15 Schuss, verdammt. Ja, ich weiß nicht. Aber ey, hast du mich bisher viel schießen sehen? Ich glaube nicht. Ja, ich habe hier nochmal zweimal die gleiche AK, die könnte ich natürlich hier noch mitnehmen, aber brauche ich glaube ich nicht. Du nimmst eine Hunter? Ja. Hast du die Muni noch? Ja, aber... Wunderbar. Du hast mir 80 gegeben. Was ist denn mit der 40, ganzen Muni passiert? 40. Okay, nee, dann passt es ungefähr. Ja, ich habe eine SKS am Start. Ich bin jetzt so schnell gecrappt. Wollen wir noch jemanden fragen, ob jemand aus dem Chat Lust hat, den fünften Mann zu spielen? Ich habe irgendwie Angst, dass das irgendwie... Dass wir dann zu viele sind. Können wir machen, es ist dein Ding. Ich habe nur Angst, dass es dann chaotisch wird.
Also nicht, dass es nicht jetzt schon chaotisch wäre und keiner weiß. Und dann haben wir noch einen Typen, der nicht mit uns kommunizieren kann und irgendwelche Faxen macht und uns ablenkt. Und sollen wir jetzt hier lang? Was macht der? Jetzt springt er da runter. Wollen wir hin? Ah, alles tot. Ich glaube, das gegenseitig über den Haufen schießen ist auch das Problem dann am Ende. Also dann zu wissen, okay, wer ist noch Team und wer nicht. Ich glaube, wenn wir auf den Haufen bleiben, passt das schon. Aber da hätten wir nochmal einen Führer, der sagt hier, einer, der uns langweisen kann. Ach, gut. Probieren wir es so. Kriegen wir hin, komm. Ey, das hätten wir uns vorher überlegen müssen. Weißt du, jetzt da jemanden rauszurekrutieren auf die Schnelle, ist irgendwie doof. Oder? Okay. So, die Keycard muss irgendwo im Inventar sein. Egal wo. Und sagt, wenn ihr bereit seid. Ich bin ready. Ich bin auch ready jetzt. Ich bin auch ready. Holy shit, jetzt geht's auf Flips. Hui. Oh shit. Bin ich ja mal gespannt. Okay, ich kann sein, dass ich ein bisschen Pipi in der Hose hab. Ja, versichern braucht ihr nichts, ne, wenn ihr auf Lab stirbt und kriegt ihr sowieso nicht wieder. Da bringt ihr Versicherung. Stimmt. Stimmt, das vergesse ich. Also, dann bräuchte ich nochmal deinen Namen im Spiel. Schweinhorn. Schwein wa? Schweinhorn. Dabei, wenn du Schwein siehst, dann. Ich sehe nicht mal ein Schwein. Ah, da, jetzt sehe ich ein Schwein. Schweinhorn. Ja. Okay. Alles klar. Okay, Unterstützung aus der Regie in Form von Schweinhorn. Und ich habe keine. Ich sehe ein bisschen übergewichtig aus, aber es ist nur, weil ich keine Waffe vor meinem Bauch habe, sonst sieht man das nicht. Die kriege ich gleich von Walle. Let's go. Mhm. Let's. Ich habe das Gefühl, dass Let's als allererstes nochmal spielen. Wenn wir hier verkacken. Wenn wir hier verkacken, müssen wir aber. Hey, komm, nicht so weit planen. Don't jinx it. Don't jinx it. Ich habe keine Ahnung. Ich wurde immer gejagt von irgendwelchen Spielen. Die hört man, die hören einen sofort. Und dann laufen die und springen und machen irgendwelche Geräusche. Auf einmal kommen die und bam, ist sie tot. Verdammt, ja, Bastard. Das war immer Labs, aber meine Erfahrung. Habe ich keine andere gesammelt auf Labs. Was hast du? Habe ich auch keine andere Erfahrung gesammelt drüber. Nur kurz laufen und sofort tot. Die Leute wissen, wenigstens einen Ausgang oder so? Nee. Soweit habe ich es noch nie geschafft. Okay, also wir sind komplett auf Steves Erfahrung angewiesen, die sich auf 3 Runden beschränkt. Sehr gut. Ich habe aber schon mal die Map auf, links von mir. Das ist gut. Nicht, dass ich sie lesen könnte, aber... Sehr gut. Das hat ja mehrere Etagen, das ist gar nicht so einfach. Ja. 1, 2, 3, ne? Keller, Erdgeschoss, 1. Etage. Und dann die 2 dicken Räume links und rechts, wo die Garagen sind, die kannst du öffnen, dann kommen Raider raus. Dann gibt es noch unten den Elevator und... Ja, keine Ahnung, ich würde eher unten... Oh, Server Connection lost. Ja. Das hatte ich vorhin auch schon. Und ich kam nicht mehr rein und dann habe ich alles verloren. Oh nein, auch die Keycard? Mein Equipment, ja. Ach du meine Güte. Das ist ja assig. Du hast Server Connection lost, wirklich? Mhm. Okay, das wäre ja richtig scheiße, wenn es bei uns jetzt wirklich noch weitergeht. So sieht es nämlich aus hier. Mhm. Ja. Ja, ich probiere mal den Reconnect. Aber komischerweise auch nur hier. Ne, bei mir ist auch Server Connection lost. Also ich bin auch raus. Könnt ihr denn beide reconnecten? Also vor allem Steve. Ja, reconnecten geht, genau. Mhm. Ach so, ja, dann ist ja gut. Aber ich habe es vorhin 5-mal gemacht und es hat nicht geklappt. Also als ich mit einem anderen PMC mal kurz hier gespielt habe. Ja, Sonnenmist, ne? Dann können wir Labs jetzt doch nicht spielen, oder was? So wie damals in der Schule, wenn sie brennt und man denkt, oh, jetzt kann ich doch nicht hingehen. Ob ich jetzt trotzdem im Raid drinne bin. Und wenn ich dann sage, okay, egal, dann leave ich und dann müssen wir nochmal Factory und Reserve. Mhm. True. Stimmt, ja. Ah, das ist ja frustrierend. Ja, dafür ist halt noch eine Beta, ne? Ja. Eine 5-Jahres-Beta. Ja, ist unglaublich. Ja, also ich komm nicht selber wieder drauf. Scheiße. Dann auch. Frustrierend. Also man kann ja sonst nur maximal probieren, nochmal kurz zu schließen. Dann nochmal, ob man schnell genug ist. Aber das ist halt... Was meinst du, kurz das Game schließen? Ja, kurz neu starten, ob man Glück hat, aber...
Klappt selten. Der Chat meint auch schon, die Server seien heute den ganzen Tag über nicht sonderlich gut gewesen. Deswegen, die hatten ja heute schon Probleme gehabt und dann dieses Ding auch schon. Ja gut, den starte jetzt auch mal neu. Na gut, dann mache ich es auch schnell. Sonst muss man das hier verschieben. Ja. Ja, passt, glaube ich, ganz gut. Dann, ja, bis später. Jetzt eine kurze Werbung. So, da sind wir zurück aus einer kurzen Unterbrechung und ich habe hier das 10. Mal Server Connection lost, also auch unser Game Restart hat leider nichts gebracht. Tja, das ist sehr frustrierend, weil jetzt. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf, also der ist ja nicht aktiviert, wenn der Knopf nicht funktioniert. Denzel ist übrigens drin. Mit, ohne Waffe. Ohne Waffe, wenn soll ich hier E-Mail mitbringen? Wo ist denn hier der Knopf? Ihr habt gesagt, ich soll hier rein in den Knopf. Es ist nicht immer an, der Knopf. Es gibt noch einen anderen Raum auf der gleichen Ebene, musst du einmal rüberlaufen und vielleicht da den Knopf drücken. Also geht nicht, ist nicht aktiviert. Einmal rüberlaufen. Genau. Aber das ist gefährlich da. Ach was? Sonst gehen Untergrund und laufen ganz Zeit rum. Irgendwo ist ein Ausgang, wo du einfach so rauskommst. Wie komme ich in den Untergrund? Da, wo du hergekommen bist, glaube ich. Echt? Ja. Und sonst geht er rechts durch die Tür. Was? Wirklich da? Nee, da rechts, noch weiter rechts. Egal, komm. Ja. Ja, läuft. Ich weiß nicht, was passiert. Ich probiere es noch einmal. Ein letztes Mal, aber ich glaube nicht daran. Aber ich habe zum Beispiel gerade meinen kompletten Gear wiederbekommen. Oh. Und hatte keine Probleme. Also gut, dann probiere ich es gleich auch nochmal. Also lief ich gleich, mal gucken, was passiert. Ja. Ob das noch zählt, ob man von vorne ran muss oder ob wir es gleich nochmal probieren. Das sieht man wahrscheinlich in diesem Quest Progress. Genau. Ja. Du musst noch weiter runter, denn es oben kommst du nicht raus. Noch runter, wa? Ja, runter. Genau. Aber ist hier nicht irgendwo der Fahrstuhl oder so? Ja, da musst du erstmal Strom aktivieren. Oh, fuck, Strom. Ja. Ich hab so Angst. Server Connection lost, okay. Dann. Wo mache ich denn den Strom? In verschiedenen Stromräumen. Verschiedene Stromräume. Genau. Ja, da musst du noch tiefer. Noch? Wie soll ich denn noch tiefer? Noch tiefer. Wie er mit der Pickaxe piekt. So, ich konfirme jetzt. Und was passiert? Kann ich nicht irgendwo warten und einen von hinten? Hast du denn mal so eine Stimme gehört? So eine weibliche Stimme, ob die mal irgendwo was gesagt hat schon mal? Ja, ganz am Anfang schon. Ich weiß nicht, ob das hindeutet, ob jetzt nur Strom angemacht wurde oder die andere Garage aufgemacht wurde. Deswegen hättest du vielleicht einfach doch von diesem Punkt einmal rüberlaufen. Da gibt es eine andere Garage, wo die ganzen Autos stehen. Und ob da die Tür auf ist. Meinst du hier einmal quer rüber? Bis zur Mitte und dann bist du rechts. Ich glaube, das ist nämlich auf der gegenüberliegenden Seite, genau. Jetzt von dieser Halle rechts, also 90 Grad. Rechts. Ja. Ich habe mein Gear auch noch. Du hast eigentlich, ich habe meine Gear auch noch. Ich guck mal die Task an, ob die noch zählt. Ja, die Task zählt auch noch. Ja. Super. Supi. Mann, die wissen doch alle, was. Natürlich, ja, die wissen Bescheid. Da musst du trotzdem einfach laufen. Ist doch egal, ob du jetzt stirbst, oder? Du bist so gut. Schäst dich nicht um das Leben der anderen. Aber wir sollen uns das für deins geben. Ja. Ja, dann wäre die Keycard ja auch weg. Ja. Ach, die ist in jedem Fall weg, weil er jetzt ja drin ist. Die ist in jedem Fall weg, ja. Okay, stimmt. Genau, laufen wir weiter rum. Irgendwo siehst du ja eine Garage mit den Autos. Ey, von mir aus, mach doch sonst erstmal. Ach nee. Nee, wir warten auf dich. Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon einen guten Vier-Mann-Squad machen können. Wo ist denn hier der Loot? Dann loote ich halt den Shit einfach aus Labs raus. Ja, bist du vorbeigelaufen, ne? Da ist so ein Ladder-Spawn-Kuppel, ne? Nennt sich das.
Show me the Ledex. Über dir ist Loot. Ja, genau, lass da einmal durch, rechts. Ich sehe nur Pflanzen. Hier oben werde ich garantiert abgeknallt. Ah, da ist er! Das ist ein Raider, hol mir! Jawohl, jawohl! Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen! Das ist noch einer! Komm her, du Sch... Der läuft aber direkt ein Stückchen weg. Hast du nichts zum Heilen? Ich hab ihn so getroffen, er keucht, er keucht, er keucht. Ich glaube auch rechts neben dir wäre da ausgegangen. Ich nehme noch die Granaten, genau. Ich glaube, das wäre gerade die perfekte Runde gewesen, weil die dann auch Serverprobleme hätten. Ich wäre rauf, hätten zwei Raider gekommen raus. Stimmt, ja. Wäre die perfekte Labs-Runde gewesen. Ja. Ja, du hättest das Glück, was Denzel jetzt hatte, haben müssen. Genau. Also Glück. Glück. Komm, du musst auch noch Medizin haben, Alter. Ja, aber das hat die Welt auch noch nicht gesehen. Finde ich auch ganz cool hier. Ja, dann ist gut. Schreiben wir den Titel Weaponless Speedrun Labs. Okay, Leute, wo ist jetzt der fucking Ausgang? Also, geh mal da links zur Tür, mal gucken, ob das da ist. Mach mal die Tür auf da auf, ja. Guck mal rein, ja, das ist perfekt. Guck mal da auf den Tisch, ob da Strom anmachen kannst. Vielleicht, da ist auch so ein Schalter da links. Guck mal rauf. Ist da irgendwas? Nee? Ja, dann kommst du da auch nicht raus. Och mein Gott, Hilfe! Ich habe gerade zwei Raider im Nahkampf gekillt, aber ich komme nicht raus, oder? Ja, dann halte dich doch mal bitte hoch. Komm ruhig. Und dann gehen wir noch mal, gucken wir mal, wie du in den Keller kommst. Und da einen Fahrstuhl holst. Da muss man dafür auch stummern. Nee, wir sind auch nur zu einer Wahrscheinlichkeit an. Shit, ich habe keine Achter. Nee, Hortz, ich bin nicht tot, wir konnten bloß nicht connecten. Der Einzige, der connecten konnte, war Denzel. Ja, genau. Wir kamen nicht rauf. Immerhin hat er jetzt eine Waffe. Ja. Gute Muni. Okay. Ja, keine Ahnung, muss man auch runterlaufen. Genau, jetzt gleich mal rechts. Da sind die Autos, ja. Ja, genau, du kommst ja nicht raus, du kannst ja nicht rumfahren. Jetzt gehst du rechts durch die Tür. Ich muss selber schauen, ob ich mich dran erinnern kann. Lauf mal da durch. Genau, da kannst du runter. Hier? Ja. Okay. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen. Geh mal links. Eine Sekunde, ich habe rechts was gehört. Da runter? Geh links, ja? Okay, ich gehe links. Fucking Labyrinth, Alter. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich würde auch nur die ganze Zeit rumlaufen, keine Ahnung. Wie geht die Scheiße? Das gibt's doch nicht. Wo ist der verdammte... Hier sind komischen... Wie heißen die Dinger? Aufzüge. Hey, ich weiß nicht, ich halt euch auf, ne? Egal. Wollt ihr nicht einfach... Nee, alles gut. Lustig, ja. Nee, da musst du... Oder? Ist das unschade? Geh mal da ran. Hinter dir? Nee. Geh mal links. Kann man da was machen? Komm mal.
Das, ich habe den Elevator angemacht. Genau, wo aber ist das der Elevator? Ist der für oben. Du musst ein Stockwerk höher. Ich glaube, dann rechts da hoch die Treppe. Und dann musst du noch höher. Genau, geh mal da. Und jetzt links oder hier rechts? Weiß es nicht. Irgendwo gibt es einen Elevator. Das ist nicht der, oder? Das war ein anderer. Das ist er nicht. Ist er das? Nein, guck mal, komm mal rechts. Nee, ist, oh nee, kannst du ja noch, ne? Nee, ist ein anderer noch. Ich meine, du musst noch ein Stückchen höher. Aber geh mal dann hier links. Nee. Lost of Labs. Lost of Labs. Dann geh mal da hoch. Ja. Da hoch. Ja. In diesen Sohn. Das ist so ein ganz großer. Ich glaube, du bist schon irgendwie so auf diesen Ebenen. Genau, geh mal links. Unten? Ja? Ja, okay, es gab zwei. Ich wusste nur, dass einer irgendwie nach oben führt. Hab ich vorhin okay, ich gehe wieder zurück. Geh zurück, ja. Ich weiß nicht. Weil ich habe gerade Schritte gehört. Habt ihr das gehört? Da war jemand. Ich gehe zurück bei den Kaputten. Hier ist ein Kaputte? Nee, ganz nach unten dann. Noch weiter runter? Genau. Nicht der? Nee. Hilfe! Was ist der andere? Ich hab Schritte gehört. Aber es war nicht bei den Kaputten, oder? Chat? Musst du noch mal ein bisschen rumlaufen, den Aufzug suchen. Also ich meine, das ist ein anderer. Egal. Mein Chat funktioniert gerade leider nicht. Der ist grün. Ja, da ist er. Genau, das ist er. Aber es ist ja geil. 20 Sekunden warten, dann geht er auf und dann noch mal rein. Dennis hat's geschafft. What the fuck? Alter, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Jetzt kommen ne? Komm ganz viele Raider, es wird gefährlich. Laber nicht, halt's Maul, ich dreh dich jetzt kalt so. Genau, in diesem Raum kommen wir noch dort. Er ist da. Ne? Ja, komm, geh rein da. Und drück. Ja, das gibt's doch nicht. Dennis, hast du es geschafft. Richtig, GG. Hammer. Mir fehlen die Worte. Das war der Hammer. Chat rastet auch aus. Schon während der Runde, dein erster Kill wurde komplett abgefeiert. Der war auch wichtig, der mit der Pickaxe. Hammer. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass du das noch packst. Ist ja komplett irre. Das ist ein richtiger Profi geworden, ne? Ja. Zeit. Also wirklich. Weaponless. Weaponless, ne? Geil. Einfach nur geil. Schade, dass du nicht diese Mission machen musst, weil sonst wäre das jetzt ja quasi optimal gelaufen. Wäre optimal gelaufen, ja. Aber vielleicht haben wir nochmal Glück. Wir können es nochmal gleich probieren, wenn Dennis sich ein bisschen beruhigt hat. Genau, Dennis muss mal ganz kurz den Puls wieder senken, würde ich sagen. Mhm. Ich richte mich so schnell aus, wie ich kann. Ihr seid wahrscheinlich schon ready und dann sind wir wieder. Uff. Okay, top. Ja, dann Daumen drücken, dass wir jetzt alle connecten können. Das wäre habt ihr gesehen, dass ich den zweiten umgehauen habe, während der sich geheilt hat? Habt ihr das gehört? Weil der hat sich geheilt und dann konnte ich hinrennen und ihm auf den Kopf hauen dreimal. Mega. Boah, mega Hammer. Es war schon spannend, dazu zu gucken. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass Dennis zu viel möchte, aber. Ja, aber es ist, hast du gut gemacht. Mhm. Okay, ich habe ein paar Granaten gefunden. Ich mach mega schnell, okay? Ja, kein Stress. Mach erstmal so, dass du gut ausgerüstet bist. Willst du das nochmal riskieren, ohne Waffe da drauf zu gehen? Ja, machen wir so. Okay. Das muss ich nicht neu aus, das dauert noch länger. Neue Meter. Außerdem ist es ja easy. Wenn es jetzt nochmal genauso läuft, dann wird halt quasi das einfach die Folge, wie man Weaponless Labs rockt. From Zero to Hero. Genau. Und diesmal richtig Zero to Hero. Ohne Pistole, sondern einfach nur mit einer Picke. Ja. Nice. Hammer. Wir gehen wieder nach Labs, ja? Okay, shit. Brauche ich da überhaupt einen Rucksack? Wir gehen wieder nach Labs. Und jetzt haben wir einen Ausgang kennengelernt, merken wir uns. Ja, stimmt. Da ist Strom. Jetzt bin ich der. Bist du ja der gewesen. Ich hab jetzt den Plan. So scheiße, was wollte ich? Es war vielleicht echt ganz gut, dass man nochmal so ein Map-Overview bekommen hat. Ne? Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen. So ein bisschen, gucken.
Aber es ist unten, wenn man unten ist, ist es ein Labyrinth. Ein pures Labyrinth. Ich habe keine Ahnung manchmal, wo ich da bin. Ja. Also, okay. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das sah ehrlich echt alles sehr ähnlich aus und so. Wir hätten es mal farblich unterscheiden können, ein bisschen. Mhm. Grüner Raum. Ja, Color Coding bringt schon was, so wie bei Mirror's Edge. Gut, ich bin nach wie vor equipped. Also sag einfach, wenn du ready bist, Denzel. Ja, ich muss nur einmal double-checken, nicht, dass ich irgendwas Essentielles vergesse, zum Beispiel die Labs-Karte, merke ich gerade. Mhm. Aber wenn ich die habe, dann komme ich zu euch und lade euch alle ein, nachdem ich nochmal zurückgegangen bin, um mich zu heilen. Und jetzt komme ich. Das war sehr schnell. Okay, Schweinhorn, komm her. Yes. Luftpumpe, komm her. Valentinski. Alter, schon Level 6. Hast du geübt oder was? Ja, ich habe eben ein halbes Level gemacht. Okay, ich sehe, du hast meine Waffe auf dem Rücken. Das yes. ist gut. Seht ihr diese Pickaxe? Haha. Ich bin auf jeden Fall bereit dafür. Also ich finde, dafür hat sich der Abend schon gelohnt, dass ja, wir uns auch getroffen haben. Das war eine legendäre Runde, ja. Muss man schon sagen. Kappa ist egal, das, ja. Was Dennis gerade abgezogen hat. Mehr. Oh ja, ich freue mich auch echt. Weil ich, im Ernst, ich meine, check das mal. Ich bin noch nie auf Labs gewesen. Einmal mit Totally Accurate, das hat eine Minute gedauert. Wir sind eine Treppe runtergegangen und dann waren wir tot. Ja, zieh dir das mal rein. Mit Waffe hast du es nicht geschafft, aber ohne halt schon. Ich fand's auch lustig. Vielleicht ist der Connection aus echt alle, keiner konnte rein, außer Dennis. Ja, der hat alles blockiert und dann hat er alles für sich gehabt. Ne? Weil da waren ja gar keine Spieler, ne? Also es waren ja alles nur diese Raider. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich hatte doch, ich hatte was gehört. Okay. Aber es kann gut sein, dass auch, wie viel sollen denn auf Labs? Ich meine, ihr drei habt gefehlt, vielleicht ist noch ein dickes Team nicht aufgekommen oder so. Es war schon relativ ruhig, aber es waren welche da. Ah, das ist auch spannend jetzt hier in der Warteschleife. Man hat ein bisschen Angst, nachdem was gerade passiert ist. Es kann nur besser werden. Eigentlich schon, ja. Oder schlimmer. Na, vor allem die Frage ist, wie lange schaffen wir es jetzt mit Waffen? Und Dennis hat es ja komplett ohne geschafft. Ja, also das war ja jetzt einfach nur mega Glück. Und jetzt sollten wir vielleicht versuchen, echt einen Low Profile zu fahren. Oh ja. Balle muss Level 10 werden, Labs ist doch viel zu früh. Ja, da habt ihr völlig recht, es geht auch gar nicht um mich. Ich bin nur so dabei. Es geht um Steve, der das halt für seine Mission braucht. Und im Zweifel bin ich das Kanonenfutter oder der irgendwie... Der menschliche Schutzschild. Genau, oder eine Ablenkung schafft. Genau. Wie viel, wisst ihr, was die Max-Player-Anzahl auf Labs ist? Weiß ich gar nicht. 10? Okay, okay. 12? Na gut, also man weiß es nicht. Der Chat weiß es vielleicht. Könnt ihr natürlich gern schreiben. Aber die Maps sehen cool aus, muss ich sagen. Was wolltest du sagen? Dass ich mich jetzt ein bisschen ärgere, weil jetzt im Nachhinein vielleicht war wirklich nur ein anderer Spieler auf dem Server, dann hätte ich die ganze Map auch noch looten können. Ja, aber jetzt geht's auch trotzdem um mich. Ja, I know, ich weiß, es geht nur, das geht mir nur gerade durch den Kopf. Normalerweise hätte ich mich da gerne. Gewesen, hättest du noch weiter Stress gemacht? Hätte ich dir einen Ladex mitgebracht. Oh. So, aber jetzt sind wir drauf. Get ready. Mhm. Jetzt habe ich Angst. Ja. Konzentration. 10 Spieler, sagt der Chat. Okay, bitte eine Waffe. 10 Spieler und wir sind hier unten. Keine Ahnung. Verteilt euch. Ich bleib in der Mitte. Denzel, wer bist du? Ah, der, okay. Ich will irgendwo rumpiegen. Komm nicht zu dicht. Was mache ich? Discard, ne? Ja. Nur zur Sicherheit. Ich wollte jetzt nicht die Waffe zerstören. Ja, danke. Bricht er sie das Knie. Weißt du, was du mal halten, Walle? Kannst du noch nehmen hier vorne? Oh, ja, sehr gut. Danke. So. Aber wir sind ja schon unten. Das ist doch jetzt dein Gebiet, Dennis. Das ist mein Gebiet, genau. Pass auf. Rechts, links und immer schön die Türen hinter euch zumachen, wenn ihr irgendwo durch seid. Okay. Also, wir müssen zurück. Wir müssen erst den Strom anmachen. Der ist irgendwo in dieser Richtung. Oh. In diese Richtung, dann. Ich glaube, wir gerade gespawnt sind, wieder zurück. Aber geht's aber nach oben. Da gehst du nach oben, ja, eigentlich schon.
Wie ist okay, das? Denn, denn, keine Ahnung. Ich glaube, alle Erfahrung ist. Ich habe auch keine Ahnung. Alle Erfahrung ist weg bei mir. War das hier unten doch? Scheiße. Oh, hier sehe ich zumindest diese zerstörten Elevator. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Oh, ich werde angeballert. Ist es einer von euch? Nein, nein, nein. Okay. Nein. Scheiße, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer es wäre. Ich laufe weg. Lauf einfach. Wir sind hinten. Ich gehe dann ein Stück vor wieder. Okay, geht aus dem Gang weg, ja? Ja, wir sind, genau, wir sind links von dir. Okay. Ich bin an den zerstörten Fahrstühlen. Ja, ich wurde auch getroffen. Mein Arm ist fast weg. Die wollen es wissen, ne? Ja, die haben Bock auf jeden Fall. Das war meine. Aber die waren ganz hinten im Gang, oder? Ganz hinten, ganz korrekto. Ach so. Waren die schon tot? Nee, ich bin hier nicht bei den von mir laufen. Ich schieße hier durchs Fenster gleich. Schön. Kann man überhaupt drüber, bestimmt, aber ich hab da eben gerade den Kopf gesehen. Ja. Kann man nicht umlaufen, oder? Na, ich glaube, wir kommen noch weiter rein, oder? Also hier wäre auch noch irgendwas, aber ich mache erstmal die Tür zu hier. Ja, easy. Ja, das bin ich. Das bin ich. Oder schießt keiner von euch? Ich schieße nee, nicht. Nee. Okay, dann ist das ein Gegner hier. Wo bist nein, du denn jetzt gerade? Bei den zerstörten Elevatoren, da wo der Knopf ist, den wir alle suchen. Ja, ja. Nein, ich stehe da, ich bin tot. Ich stehe genau, es kommt zu mir gerne. Da, oh, au. Ich habe keine Ahnung, ich wurde gerade angeschossen von irgendwen. Ja, das bin ich. Okay. Hä, aber warum habt ihr mir gerade auf mich geschossen? Weiß ich, das waren wir nicht. Das war wohl irgendwie von der Seite. Wir haben komplett die Orientierung. Also, oh. Oder ich war es, glaube ich. Wenn du gerade abgedacht hast, das kann auch schon sein. Ja. Okay. Oh, scheiße. Rechts von uns, du bist oder? Jetzt außer Sicht. Du bist jetzt rechts, oder? Oh, scheiße. Ich weiß jetzt nicht, wo Steve lang ist. Oder will er uns helfen? Will er uns helfen? Ich weiß es nicht. Du sagst die ganze Zeit, hold your fire. Ist das einer aus dem Shadow? Ah ja, dann holt er das Fire. Vielleicht ist es einer aus dem Chatterino. Oh, shit. Ich bin tot. Fuck. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Scheiße. Ich weiß nicht, ob jetzt erst der Typ war. Ja, hier war noch einer, oder? Bei Denzel? Ich hab aber so schnell. Ja, ich bin direkt neben mir in der Ecke, war der. Leute, Fire, next time schieße ich einfach Pech, der nicht in unserer Gruppe ist. Ey, keine Ahnung. Deswegen Labs, ich hasse Labs. Wenn man es nicht spielt, kann man es nicht. War aber auch pures Chaos, ne? Ja, also jeder ist in eine andere Richtung gelaufen. Das haben wir nicht so gut gemacht. Ganz ja. Einfach nochmal neu ausrüsten, wir gehen nochmal auf Labs. Mhm. Wir laufen einfach. Wir sind in Bewegung, wir gucken nicht, sondern einer führt, der Rest läuft hinterher. Ja, wir müssen echt so einen Wurm bilden. Ja. Also wir dürfen uns echt nicht verlieren, das ist nämlich gerade passiert. Ja, ein Wurm. Genau. Ja. Das setzt the key. Be the Wurm. Wenn keiner weiß, wohin, noch einmal werden wir da beschossen, keiner macht eben halt den ersten Schritt nach vorne. Um die zu bekämpfen, dann stehen wir da. Mhm. Und ich wollte mich, normalerweise gehe ich vor und mache dann was, aber jetzt halte ich mich natürlich zurück. Ja, das war jetzt ein Fehler und dann war da auf einmal der andere Typ, keine Ahnung, was der machen wollte. Der war bei mir aber auch super zurückhaltend. Ich habe auch kurz gedacht, ist das jemand aus dem Chat oder so? Weil ja, aber das bringt ja nichts. Irgendwie. Nee, ich kann da jetzt. Nächstes Mal. Entschuldigung, da muss er sterben. Ja, also ich habe auch direkt dann auf ihn geschossen, aber er halt erst recht spät. Ja. Das fand ich komisch. Aber wenn es sowieso so chaotisch ist, kommen wir auch noch einen aus dem Chat rein. Jetzt für Labs. Nein, das bringt uns was. Keine Ahnung. Der soll führen. Da muss einer, der soll sagen, ja, ich kenne mich aus. Ich weiß, wo es lang geht. Und der führt uns dann und wir laufen hinterher. Das stimmt. Dann aber bitte, Leute aus dem Chat, auch nur Leute, die sich wirklich gut bei Labs auskennen, sonst bringt das ja nichts. Genau. Also nicht einer, der da auch erst zweimal war. Muss mir schon. Okay, machen wir so. Rüstet euch nebenbei gerne schon mal aus. Mhm. Ich hoffe, ihr habt genug Keycards. Na, ich muss mir eine kaufen. Oh, meine Schweinehorn muss noch mal kaufen. Hunter ist jetzt weg. Aber ich war mir gerade auch echt unsicher, wie viele Leute das waren. Von aus welchen Richtungen.
Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Das ist ein gutes Zeichen. Wisst ihr, das ist wie so der Superhero, der möchte dreimal gefragt werden. Ob kommt bitte für dein Land. Weißt du? No, I quit. Komm mal, letztes Mal. Sie haben deine Familie. Übrigens, weil ich das jetzt schon ein paar Mal im Chat gelesen habe, der vierte Mitspieler heute ist der gute Paul, der macht bei uns ein Praktikum in der Aufnahmeleitung und mit dem habe ich schon generell super häufig nach diesen Sessions über Tarkov gequatscht. Also du bist noch wesentlich, also was heißt noch wesentlich mehr, ich bin ja gar nicht so krass drin, du bist auf jeden Fall auch drin in Tarkov, hast eben ja schon gesagt, dass du jetzt aus Frustgründen auch in der letzten Zeit nicht so viel gespielt hast, aber du spielst das ja auch schon einige Zeit, richtig? Genau, genau. Also ich spiele auch schon in ganz Weichen, vor allem mit meinen ehemaligen Mitbewohnern, aber in letzter Zeit war es zu viel Tilt. Es war einfach zu schwierig, hat nicht funktioniert und da musste mal was anderes her. Aber ja, sonst super Spiel. Verstehe. Sorry, dass ich gerade nicht so krass antworte, ja, wir müssen uns alle einmal konzentrieren. Ne? Das genau, ist immer schwierig. Man darf nichts vergessen, alles mitnehmen. Denkt, dass ihr gut genährt seid, dass ihr geheilt seid. Munition, Rüstung, schöne Kopfhörer. Ich habe halt keine Rüstung. Wer verkauft geile Rüstung, der hier? Ich nehme diese Stani-Rüstung. Backpack brauche ich eigentlich nicht, loote da jetzt ja nichts. Ich komme ja nur mit. Gut, anscheinend möchte keiner. Dann probieren wir es einfach nochmal selber. Wie, ist keiner, der sich im Chat meldet? Das gibt's gar nicht. Vielleicht spielt das ja auch keiner. Vielleicht gucken die gerne nur zu. Naja, doch. Wir haben das ja vor einem Monat gemacht, dass wir alle auf Factory gegangen sind. Und da ging das recht fix. Aber vielleicht sind es wirklich nur Leute, die sehr objektiv ihre eigenen Fähigkeiten beurteilen oder vielleicht sogar unterschätzen. Weißt du? Das kann gut sein. Jo. Guck mal da, der Odelbauer. Ist das eine Meldung oder was? Was wäre? Da hat einer einen Pfeil. Ich weiß nicht, was das ist. Hat einen Pfeil auf seinen Namen gemacht? Gucken wir gleich mal, ob der gleich in der Lobby ist. Ah ja, stimmt. Mhm. Das sieht mir nach einer Meldung aus. Der Odelbauer. Gut, probieren wir es einfach aus. Machen wir. Jetzt genau. Ist eh schon spät. Mhm. Ich glaube, heute kriegen wir den Cup-Up-Hotel nicht, aber vielleicht kriegen wir noch mal Labs hin. Das wäre cool. Das wäre schon echt cool, ja. Wenn wir aus Labs noch mal rauskommen. Genau, genau. Stimmt, das wäre die Basis. Ja, das wäre gut. Ich bin in einer Minute ready. Ich habe nichts vergessen. Aber sollte passen. Dum, 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 dum. Und Valentinski sehe ich auch schon. Wunderbar. Seid ihr schon alle ready? Wir sind in der Lobby. Okay, dann komme ich auch. Noch nie so viele Labs-Karten verbraucht. Ich glaube, ich habe auch noch nie so viel Geld innerhalb von ein paar Minuten ausgegeben für die Keycards jetzt. Was kostet da eine? 380 Rubel. Oh, okay. Also 380.000. Alter Schwede. Und ich hatte jetzt keine, ich musste jetzt kaufen, aber passt schon. The Lab. Ja, wer sich gemeldet hat, der ist noch nicht drin in der Wies. Er hat auch gerade geschrieben, jetzt hat er nochmal geschrieben, vielleicht den Mann mit 6 Pistolen aus Boondock Saints Cosplay. Okay, das ist mega off-topic. Vielleicht ist er doch nicht in der Lobby. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. It's a prank. Aber ins La Creatura nochmal einladen oder Swixin oder Firefly. Komm, Odelbauer, Final Call. Bist du am Start oder nicht?
Doch, eigentlich schon. Lädt dein Game noch oder so, das kann ja auch sein, beziehungsweise bist du vielleicht noch am Ausrüsten, weil wenn es jetzt nur 2 Minuten dauert, würde ich noch kurz auf den warten. Labs ist halt echt krank. Ja, die meisten weiß ich, viele auch, also mit anderen, die ich spiele, keiner mag Labs. Mhm. Habe ich aber auch noch keinen getroffen, der sagt, okay, ich spiele jetzt freiwillig nur Labs. Mhm. Aber was ist da die größte Bedrohung, diese ganzen Raider oder was? Die Cheater? Die Cheater. Okay. Ja, warum kann man so easy auf Labs cheaten? Weiß nicht, da gibt's den geilsten Stuff. Okay, deswegen gehen die dann da alle hin. Genau. Macht Sinn, ja. Dann kannst du für 3,99 die alles kaufen von irgendjemandem, der da. Ja, super. Alles für dich kauft. What a fun. Hm? Wir sind europäischen Server. Da ist er doch, Odelbauer, da ist er doch. Level 51 Usek. Jawohl. Hammer, oh ja, da ist er doch. Level 51, ey. Ja, nice. Der ist ja fast so gut wie du, Luftpumpe. Ja, nee, so, ich drück jetzt drauf. Ja, Hammer. Guck ihn dir mal an, der hat einen Bart. Ja. Der kann nur gut sein. Das ist ein Pro auf jeden Fall. Der ist erfahren. Das sieht man schon am Bart. Alles klar. Schauen wir mal. Ja, die Calls müssen jetzt sitzen auf jeden Fall. Welche Calls? Wir hören ihn nicht. Naja, ingame-mäßig. Er ist 51. Er wird sich mit Voice Commands bestimmt äußern. Genau. So ein Pro, man kann das. Und wir laufen ihm wirklich nur hinterher. Und Steve als Letzter. Direkt in den Tod. Der Arme. Dann immer, wenn einer schießt, dann springen wir so. Yeah. Er hat schon viel Verantwortung auf jeden Fall. Ja. Aber ey, wenn es nicht klappt, Chat, macht nicht Odelbauer fertig. Ihr wisst, wie das Spiel ist. Das kann echt mal richtig mies laufen. Da kann man dann im Zweifel auch nichts für. Mhm. Ja, das stimmt. Solange er uns die Kohle für die Keycards wiedergibt, ist alles im Vordergrund. Ich frage mich immer noch, von wo ich gestorben bin gerade. Ob das da hinter mir war? War vor mir ist er lang gelaufen, auf den habe ich geschossen, auf einmal habe ich von der Seite Ich glaube, es war vor dir einer, weil hinter uns war einer, wo Denzel gestorben ist und der dich umgeschossen hat, hat mich dann auch noch umgeschossen. Hm. Wie ist da eure Meinung? Würdet ihr eine Killcam in dem Spiel begrüßen oder passt es nicht? Schwieriges Thema. Okay. Ich dachte mir irgendwie, dass so eine nichtssagende Antwort kommt. Nur Tarkov Pros können diese Frage beantworten und überhaupt darüber reden. Ich glaube, manchmal wäre es schon echt cool zu sehen, okay, wie bin ich denn überhaupt gestorben? Weil manchmal geht es einfach so schnell, du weißt gar nicht, was passiert. Genau, bessere Schadensanzeige, wohin überhaupt? Weil dann, wenn du jetzt hier Rüstung hast, die zwar hier und da abdeckt, aber irgendwie ist da was frei, dann fragt man sich, was ist da jetzt los? Okay. Also ein bisschen genauer auch. Oder für einen selber, so, wenn man jetzt auf jemanden geschossen hat. Nicht, dass insgesamt steht, du hast 1000 Schaden verteilt, aber wohin, bei wem und warum? Und das wäre noch ein bisschen hilfreich, aber eine Killcam. Ich glaube, ich auch zu mächtig, oder? Also, ja, gerade dann kann man ja Bescheid sagen, sein Kollege. Ja. Hey, komm mal da. Ja, stimmt. Nee, also ich meine, wenn alle tot sind, das müsste schon so geregelt sein. Wenn der Squad tot ist, dann kannst du dich überprüfen. Du bist im nächsten Raid, auf einmal kriegst du so einen Replay. So, dass du gestorben bist. Okay, Konzentration. Killer Squad, genau. Konzentriert euch. Hinter, wo ist Odelbauer? Oh, da vorne ist er. Okay, Bartman. Steve, ganz nach hinten mit dir. Sorry. Viel zu gefährlich. Okay. Operation menschlicher Schutzschild. Ja, hier ist ein Ausgang, das stimmt. Jetzt brauche ich nur noch Kumpel. Ich warte hier 7 Minuten. Okay. Und dann kann ich hier raus. Na, aber es ist gut zu wissen, dass der schon mal hier ist. Weil dann halten wir uns einfach in der Gegend auf und sprinten im Zweifel dann schnell hier hin. Ja, ich kann jetzt. Ja, genau. Super gut. Jetzt muss Steve nur ein paar Leute abschießen, ne? Oder 10 Minuten warten. Alles, was an Loot ist, hier. Komm mal, Schraubenzieher. Genau, lass Steve mal den ganzen Shit ludern. Genau, wir looten am besten gar nichts, um nichts wegzulooten. Ich glaube, wir sollten wirklich nur schauen, was da wird. Wer ist aktiv? Lol. Nein. Ach, ja, hä, ist doch. Ich muss die Quest ja restarten. Ach, Scheiße. Okay. Egal, wir machen es trotzdem. Wir machen jetzt Spaß. Wir machen Spaß jetzt. Komm, du führst uns und wir machen jetzt mal Raider killen. Wir gehen jetzt auf PMCs und sonst irgendwas. Du bist unser Führer jetzt. Du bist unser Mann. Komm schon, Odelbauer. In einer halben Stunde ist ja eh Feierabend. Ja. Also, ich glaube nicht, dass wir die 7 Level noch geschafft hätten. Das stimmt. Natürlich, ganz klar, oder? Ey, mit Odelbauer ohne Probleme.
Dann machen wir jetzt einfach ein bisschen Spaß hier. Komm, wir nehmen jetzt den ganzen Server auseinander. Schließ immer die Türen hinter uns. Show me the LEDX. Ah ja, LEDX war richtig gut. Jetzt machen wir erstmal einen Elevator hin. Ja, das ist der, ne? Das ist hier der Fahrstuhl, hier da links. Den kann man hier nämlich auch raus. Der hier. Ist da wer? Hier bei Udelbauer im Flur. Ich glaube über uns, oder? So, ich glaube nicht alle so gleichzeitig reinstürmen. Mhm. So, dass hier zwei erstmal. Ich glaube, wir hauen ab, oder? Ich guck woanders. Ja gut, ich hätte jetzt Labs schaffen können, aber ich hätte noch ein paar Punkte gebraucht. Aber wir gehen mal hoch und dann gucken wir noch mal. Wir gehen hoch, okay. Da war eben Geschosse, ne? Geschieße. Mhm. Schießerei, meine ich. Udelbauer bleibt aber da stehen, das ist euch bewusst, ne? Ah ne, der ist hinter uns. Alles gut. Okay. Der lässt uns jetzt einfach mal vorgehen. Wir sind ja auch alle schön. Haufen, Haufen. Ich guck oben, ihr könnt ja da mal die eben checken. Alter, Udelbauer hatte hier VIP-Card, ey. Crazy. Du kommst wieder runter, oder? Mhm. Ah, für diesen Raum. Guck mal, der hat alles. Er ist richtig am Ball. Tja. Jetzt, was passiert? Nee? Oh, ah, okay. Ging in unsere Richtung, ne? Oder? War das hier der... Scheiße. Ist einer von uns im Flur? Wir sind im Flur, ja. Ja. Wir sind nur wir auf dem Haufen. Ah, Udelbauer ist da, okay. Okay, ich glaube, folgt uns alle raus und wir folgen jetzt ihm weiter. Guck mal, hier gibt es auch schöne Sachen. Kann man schön looten gehen. Hier kann eine Karte spawnen. Hier ist noch CMS. Alter, Udelbauer macht uns die krasse Tür auf hier. Könnt ihr ja schön looten. Was ist hier drin? Ja. Show me the loot. Ein Ophthalmoskop, cool, das ist tatsächlich wertvoll. Also entweder komme ich immer zu spät und es ist schon alles weggelootet, oder so viel Boxen zu looten gibt es hier gar nicht. Nee, da liegt ja viel rum, viele Spritzen in diesem Raum. Ah, okay. Das war's. Schöner Loot Run. Okay, wir gehen weiter. Okay. Ready? Jo. Ich glaube, ich war auch noch nie so laut bei dem Play. Na gut, dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Labs kennen. Das ist auch was Feines. Oh, man stirbt nicht sofort nach einer Minute. Aber wie die Hälfte der Lobby sind, ja. So, hier gibt's doch jetzt auch viel zu looten. Zu holen. Hier unten? Darf man da einfach so runter? Da ist zum Beispiel die Kuppel, da ist auch ein LEDX-Spawn. Ja, aber hier waren doch bestimmt überall die Leute schon, ne? Das kann gut sein. Ich lauf mal weiter, mach mal eine Tür auf. Ja, hier sind schon Türen auf jeden Fall.
Wo ist der Loot? Hat keiner von uns jetzt irgendwie eine Red Keycard oder ein Latex gefunden? Nee, nee, gar nichts gefunden. Red Keycard, okay. Genau. Also ich glaube, irgendwie ein Highlight. Also nicht. Eine Panikschirm. Hier oben gibt es auch noch irgendwie Lions und sonst irgendwas. Aber dafür braucht man auch hier einen Schlüssel. Okay, dann komme ich mal zu dir. Oh, ihr habt keinen Schlüssel. Also oben in der Mitte. Wir gehen mal alle hoch wieder, okay? Wir gehen zu Steve. Aber ich schätze mal, unser Kumpel hat hier alles. Scheiß Tür ist zu hier. Naja, von hier kann man aber auch abgeschossen werden. Ich glaube, die Gläser sind nicht kugelsicher. Aber irgendwie ist keiner da. Oh, ich habe einen goldenen Skull gefunden. Geil. Das ist gut. Ja. Ich gehe mal zu einer Garage. Oh, hier ist noch ein... Okay, damit haben wir dich dann aber auch verloren, oder? Mhm. Beziehungsweise ich weiß nicht mehr, wo du bist jetzt. Und schon haben wir uns wieder aufgeteilt. Ist aber nicht... Der Loot ist... gut. Ist drin, ne? Ja. Jetzt werden wir langsam so Labs-Profis, ne? Alles schon dahin prägen. Ja, zumindest kann man sich jetzt hier mal in Ruhe umgucken. Das ist eigentlich ganz cool. Labs-Oni-Tag. Ja, ja, das stimmt. Man kann es auch offline Raid mal machen. Ja, klar, klar, das ging ja auch. Muss man hier Strom aktivieren, damit die Dinge angehen? Woraus ist einer noch? Also warte, bei dir hier in die Richtung. Ist gerade einer weggesprintet. Oh, okay. Ich komme zu euch. Gehen wir langsam zum Ausgang? Nee. Wo, oder? Ja, können auch raus. Also, weil es ist nicht so, wenn wir jetzt alle drauf gehen. Einmal schaffen wäre doch mega geil, oder? Es ist eh keiner mehr da. Und die Leute, die haben schon ihre Lootroute gemacht und sind wieder raus wahrscheinlich. Ich komme zu euch rüber wieder. Seid ihr da hinten oder was? Hm. Ah, dahin seid ihr, okay. Kann doch nicht sein, dass wir keinen Feindkontakt haben. Also ich habe zumindest gerade ein Rennen sehen. Aber noch also in der Mitte, weiter hinten im Gang. Noch weiter hinten, also ich bin jetzt da. Ich bin vorhin gerannt kurz, aber... Ja, ich glaube, du siehst krasser aus mit deinem Equipment. Ja gut, wir haben jetzt lange genug überlebt. Wir haben jetzt mal die Map. Okay. Fight, fight, fight! Hinter uns. Das bin ich hier. Oh Gott. Okay, bring uns raus, Buddy. Du bist so weit weg. Lauf. Na ja, gut, kein Ja, Granate. Oh, scheiße, Fick. Ah, hier oben, bei mir. Die Treppe hoch im Aufgang steht einer. Okay, cool. Shit, Alter. Ich mal kurz hier raus, Michael. Wer ist gestorben? Ich bin gerade gestorben, also Schweinhorn. Okay. Oh shit, Entschuldigung. Ich hätte fast unseren Buddy gekillt. Ich hab's gesehen. Ich lauf oben rum. Ihr seid jetzt oben? Nee, ich lauf oben rum, sorry. Oder hab ich. Schießen wir uns gerade selber gegenseitig ab, glaube ich, ja? Du bist doch der mit dem Bart. Ich glaube, ich hab gerade auf dich geschossen, du auf mich. Ich lauf mal weiter weg. Ich höre gerade News. Okay. Kämpfen wir gerade gegen dich, oder was? Ich glaube, ihr kämpft gerade gegen mich, ja. Ich bin immer rumgelaufen. Scheiße. Ich komme mal zu euch. Aber können wir bitte zum Ausgang? Schön. Hat auch gut geklappt hier. Alter, meine gute, teure Muni. Aber jetzt gibt's Usex. Raider, diese Omis. Ja gut, wenn ihr raus wollt, könnt ihr auch raus. Also wir können euch ja jetzt auch rausführen. Da hinten crossed jemand. Habt ihr aber, glaube ich, gesehen. Das sind Raider. Okay. Ja. Entdeckung, auf jeden Fall Entdeckung. Was, von wo war das denn?
shit. Wir müssen weg hier. Lauft. Laufen? Wohin? Wo seid ihr denn? Zurück, zurück. Okay. Es sind zu viele. Hast du ihn? Sehr gut. Ja. Ach fuck, ich hab aus Versehen was gesagt. Sorry. Keine Ahnung, von wo. Von hinten kam der Fucker. Von hinten? Von hinten? Also bei Steve meine ich. Also, da kam einer von hinten. Ich brauch schnell seine Waffe, meine leer ist. Sag mal, ich hab noch genug Muni da drin. Du verblutest nicht. Ich muss mich heilen, aber ich wollte ihm Decken geben. Ey, ich weiß aber nicht, wo die hier sind. Wir sind jetzt alles tot. Wir sind jetzt gleich alle tot. Nee, ich lebe noch. Das und war ein Spieler, der mich vorhin abgeknallt hat, oder war Zubre? Ach nee, nee, das war ein Reiter. Mit hat ein Spieler umgebracht gerade. Wirklich, kannst du ihn reporten? Bei mir ist so ein Zubre, es ist ja ein Rider-Name. Kurz und knackig. Schön. Mal, Steve kriegt ja sein Shit eh nicht wieder, ne? Dann nee, kann ich dich auch looten. Du kannst mir ja, okay, looten, du kannst alles haben. Ja, komm her, dann gib mir deinen Scheiß mal her. Hier. Schön aus. Was brauche ich denn jetzt, um das wieder hochzukriegen? Painkiller oder was? Nee, kannst du nicht heilen. Kann ich nicht. Also das ist so, du musst CMS haben. Also habe ich jetzt verkackt. Nee, bau es nur weg. Du verlierst schneller jetzt Energie und... Ich weiß jetzt leider überhaupt nicht mehr, wo die anderen sind. Tja. Ich lieg hier auf dem Boden, ne? Okay. Geh doch zu Lute. Ja. Okay. Verstehe, genau, ich komm, ich stehe jetzt auf und dann gehen wir zusammen. Kannst du auch noch da looten. Wen, wo? Das ist eine Leiche. Den letzten Typen da hinten. Ganz ist noch vorne, einer. Den ich erschossen habe. Links, nee, links. Genau. Hier sind drei Typen. Okay, wer ist denn noch hier bei uns im Team? Ist der Bärtige? Die da lagen, oder was? Genau, der ganz hinten. Ja, Batman ist noch da. Ja, also den hier. Nee, nee, noch weiter. Ganz hinten ist noch einer. Siehst du da? Ja, den, ja, ja. Den habe ich erschossen. Das ist meiner. Kannst du haben. Na, guck mal, habe ich zumindest noch eine Waffe mit rausgebracht. Ja, warte, für dich hat sich doch gelohnt, oder? Für mich ist mega. Und für Dance. Ich werde eh nicht viel mitnehmen, weil ich keinen Rucksack habe. Bitte haut noch nicht ab, ich lieg hier noch. Ja, und ich verbitte mir die gute Laune. Wir sind ja noch nicht raus. Ich will noch den Concentration Modes aufrechterhalten. Ja, ich habe auch keine gute Laune. Alles gut. Okay, okay. Also da vorne ist. Sag Bescheid, Walle, ne? Dann kommst du zu mir und wir rennen hinter dem Bärtigen hinterher so. Und der bringt uns raus. Walle ist fertig. Okay, ich bin fertig. Bin und beim kannst Bärtigen. Du dich heilen, Walle? Weil du stürmst nee, die ganze kann ich Zeit. Nicht. Ich bin beim Bärtigen. Okay, solange es dir gut geht. Wo ist der Bärtige? Ich sehe jetzt nicht mehr. Scheiße. Wo ist er? Ah, da. Okay, wir haben beschossen. Los. Bring uns raus hier. Schnell. Wo seid ihr hin? Ach, da. Okay. Bring uns raus. Scheiß auf den. Ich will den Loot. Ach Gott. Mach da. Er geht wieder hoch. Wo denn lang? Weiß ich auch nicht. Er folgt ihm gerade. Denkt man, der hat schon einen richtigen Durchblick, da, wie man sich verhalten muss. Okay. Weiß nicht, wie lang. Ach, der wollte den Ausgang ausmachen, aber der ist zu. Weil ich finde es viel interessant, einen anderen mal zu spielen, weil der hat mir auf ihren Kopf geschossen. Durch mein Alter bin ich nicht gestorben. Oh, welch ein Glück. Ah, mein Magen. Aua, mein Magen. Ein ganzes Essen fällt raus. Was sind die? Ah, Ode Bauer hat die Scheibe durchschossen. Sehr schlau. Ach. Geiler Raum hier. Hier will ich chillen. Aber wir müssen raus. Scheiße. Kann ich meinen Magen reparieren? Okay, ich repariere meinen Magen kurz, ja. Ich habe leider nichts zum Magen reparieren und müsste das gleiche tun. Also, oh, Walle ist schon auf null gedroppt von Energie her. Du kannst ja was essen, du hast Essen und Trinken dabei. Oh, ja, ja, Snack ja. Alles, was du gerade hast da. Schieb dir alles rein, ja. Das ist halt ein schlechter Punkt hier gerade. Direkt ne? Über uns, direkt über uns. Ganz schlechter Punkt. Ja, wir müssen hier ganz gefährlich. Du musst schnell auf Wasser trinken. Trink jetzt, trink. Trinkst du dein Leben? Komm mal, die haben ja schon alles. Jetzt erst noch was andere. Okay. Dann ist alles weg. Ja, go, go, go.
In deinen blutigen Magen, ball alles rein. So. Komm in der Herr, ja. Das bin ich, ja, ja. Let's go. Ja, ja. Rudelbauer. Das ist wie so ein Skelett, das ist, ne? Fällt einfach gleich wieder durch. Raus. Ja. Alter, wenn wir das hier rausschaffen, ich werde nicht schlafen können heute Nacht. Dann schaffst du es Denzel sogar zweimal, Leute. Ja, hintereinander. Ja, das ist ja, ja. Schon abgefahren. Scheiße, mir geht's so schlecht. Wir haben beschossen. Nein. Ich habe ihn kurz gesehen. Bin down. Ah, ich mach's nicht mehr. Scheiße. Bin ich Last Man Standing? Du bist Last Man Standing, ja. Und verblutest gerade. Renn her. Ja. Schön. Na, der wirft eine Granate. Ich hab, glaube ich, auch keine Munition mehr. Komm, einen holst du noch mit. Einen holst du noch. Komm, peek noch mal, peek noch mal. Jetzt peek! Verdammte Sau. Der lässt mich einfach sterben, der wartet. Der sitzt das jetzt aus. Mhm. Ja, ist auch gut. Aber reinrennen macht für mich jetzt auch wenig Sinn, glaube ich. Davor verblutest du so. Vielleicht hältst du noch so lange und irgendwann kippst du einfach um. Ja, und dann hat er den Kill nicht. Du blutest? Ne? Oder? Doch. Er hat den Kill bekommen da trotzdem, ja. Fuck. Ey, weil du blutest und du spürst. Ich hab auch Stuff im Rucksack, Granate. Ne? Ah, okay. Ja, Kalien. Ach ja. Ja, da würde ich jetzt sagen, das sind Lab-Scanner. Die sind davor schon die Orte abgerannt, wo die wissen, wo kann man raus, wo rein. Die beiden Garagen waren zu, die konnten man nicht aktivieren. Und dann haben die natürlich unten gewartet. Ja. Aber ganz kurz nochmal danke an Ödelbauer. Ne? Ja, das war ja, doch, das Dank. War doch super funktioniert, ey. Der war bis zum Ende. Das war cool. Das war mega gut. Und, Alter, sind wir krass. Er hat sozusagen sein Wort gehalten. Er kannte sich wirklich aus. Das hat man gemerkt. Der wusste, wo lang es geht. Sehr cool, dass das geklappt hat. Mit dem können wir eigentlich dann nochmal spielen. Ja, wenn er mit uns spielen überhaupt nicht, also. Ja, hat er bestimmt keinen Bock mehr. Wäre verständlich. Nee, er schreibt auch, oh, danke euch, danke dir. Ja, leider hat es heute nicht geklappt mit dem Kappa-Container. Ey, das war aber mega spannend trotzdem. Ja. Ey, das war super mega geil. Voll. Ja, vor allem den Dance Run war super krass. Ja, der war geil. Also der war schon Highlight genug. Das war witzig, ja. Aber man braucht ja tatsächlich, wenn man das überschlägt, ne, man hat dann nur einen Versuch. Also wir hätten nicht sterben dürfen, dann hätte es mit der Zeit hingehauen. Ja. Ich weiß stimmt, nicht, Steve, kannst du noch eine Woche warten mit deinem Kappa-Container, dass wir das nochmal probieren? Oder weil die Zuschauer müssen wissen, er hat jetzt schon eine Woche gewartet mit dieser Quest, extra für uns. Ja. Ich weiß, er nicht. Ne? Also, ich bin hin und her gerissen, ja. Ich würde es am liebsten einfach jetzt durchführen. Einfach morgen durchstarten, alleine einmal durchlaufen überall, aber ich kann, glaube ich, nochmal eine Woche warten. Aber was meinst du, dann wäre von mehr Erfolg gekrönt, da alleine durchzurennen oder tatsächlich mit mehr Leuten? Ich glaube auch alleine ist es einfacher. Also klar, wenn du ein größeres Team hast, dann ist die Chance natürlich auch da, dass ein größeres Team da auch drin spawnt, also noch ein weiteres. Ja, verstehe, klar. Ja, und dann kämpfst du natürlich noch gegen mehr, nicht nur gegen zwei, drei, sondern vielleicht auch gegen Fimbers Squad. Dann. Ja. Dann muss man einfach auch bei Labs einfach die Map kennen. Mhm. Punkt. Wenn du da keine Ahnung hast, dann bist du ein bisschen aufgeschmissen, überhaupt durchzukommen. Mhm. Und das ist erstmal das Problem. Ich werde einfach noch ein bisschen Labs spielen, einfach mal so, mal gucken. Als Offline-Raid so ein bisschen. Offline oder mal richtig nochmal, einfach, dass man der Map mal eine größere Chance bietet. Ja. Aber bis jetzt ist es oft das so passiert, du kriegst einen Schuss ab und fällst dann um. Ja. Das ist immer das Doofe. Aber was man ja in einem Offline-Raid probieren könnte, wäre die optimale Route zu finden, um halt schnell 300 Punkte zu machen und zum Ausgang zu kommen. Genau, aber es ist immer die Frage, sind denn dann Gegner, ist auf einmal ein 2-3er-Squad, dann umdrehen, ne? Dann kennst du vielleicht nur diesen einen Weg, dann solltest du schon mehr Wege können. Ja, du hast recht, du musst mehr Wege können. Du musst die Map einfach dann kennenlernen. Absolut. Ja, ich weiß nicht, wir machen, glaube ich, an dieser Stelle dann jetzt Schluss, oder? Ja, das hat
Alles andere macht ja wahrscheinlich fünf ja nicht Minuten viel Sinn. Macht keinen Sinn mehr, das nee. Stimmt. Aber ich fand es auch ein schönes Ende. Ja, total. Oder? Also ganz ehrlich, wenn man mal die Historie von Escape from Nukov sich reinzieht, was wir sonst so schaffen, ist das hier ja, das ist ja, ist enorm. Ja, ja. Eine Folge, die hervorsticht, möchte ich meinen. Als würden wir besser werden. Ja. Ich glaub's ja gar nicht. Ne? Aber ich würde auch sagen, ich würde von zu Hause aus spielen wollen mit meinem Equipment. Das kann ich voll verstehen. Anderes Equipment ist immer, also gerade bei so einem Spiel, eine ganz andere Hausnummer. Ja, 32 Zoll gegen 24 Zoll. Ja, gerade wo man mal so Pixel-Details sehen muss, so Köpfe, die ganz hinten hinter einer Kiste sind. Oder weil man alt ist und nicht mehr so viel. Ja, oder das. Und die eigene Maus und so, da spielt schon einiges mit rein. Ich glaube, das kann auch jeder der Zuschauer und Zuschauerinnen nachfühlen. Ja, dann versuchen wir das am besten so zu regeln. Deswegen würde ich jetzt, wollt ihr noch was sagen? Ja, und falls Steve doch seinen Cover-Container holt, dann spiel du doch einfach bis zur nächsten Woche, bis zu dieser Quest. Oder ich weiß ja nicht, wie es mit Paul ist. Auch an den nochmal danke. Der hat uns ja auch zur Seite gestanden. Ja. Ja, gerne. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, ja, das ist aber natürlich. Deine Schuld. Praktikanten haben Schuld. Ja, klar, ich ziehe jetzt in einer Woche das so weit durch, dass ich dann auch bei der Quest bin. Mhm. Easy. Sind nur 100 Stunden. Ja, eben, gar kein Problem. Ja, aber. Der Chat hat es ja eben schon geschrieben bei Denzels legendärer Runde. Du würdest auf jeden Fall jetzt als Pro-Koff bezeichnet. Also du hast das Format durchgespielt. Wenn ihr wissen, wie schlecht ich eigentlich bin. Aber ich lasse das mal so stehen, okay? Es geht. Naja, es gibt ja schon das Busch-Warte-Meme. Das war jetzt quasi mal das komplette Gegenprogramm. Mhm. Ja. War geil. True. Ich finde trotzdem, die Folge kann sich sehen lassen. Ich danke euch dreien und natürlich auch nochmal an den guten Odelbauer und den Chat. Und von daher würde ich sagen, das war's diese Woche mit Escape from Nukov. Wir gucken, dass wir diese Quest dann nächste Woche durchziehen. Aber falls nicht, geht's hier natürlich ganz normal weiter. Weil ne, wir überlassen das erstmal dir, wenn du natürlich jetzt am Wochenende total Bock hast. Machst du das? Wenn nicht, sehen wir uns mit gleichen Programmen an dieser Stelle nächste Woche wieder. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Bis dann.